Eng. Wieder umgefahren. So, wo geht's denn jetzt hin zu dieser blöden Tanke? Da drüben. Hm, das ist open. Ach, was ist denn jetzt los? So, dann hat die Straße auch frei gemacht. Nicht zum Angeben, aber ich bin schon unglaublich. Ein Tattoo ihres alten Rennwagens. Willkommen zu Hause. Servus. Rico, unser Retter. Danke für alles, was sie für uns tun. Oh, komm rum. Deo mio. So, dann holen wir uns mal noch ein paar Knarren. Alles klar. Hier für ein kleiner schnittiger Karmobil. So, da haben wir hier alles. Haben wir hier ein Frage. Komm rum. Uah. War ja klar. Schauen wir mal, was das hier für ein wichtiges Fahrzeug ist. Okay, auf jeden Fall. Damit muss man sich erstmal. Daran muss man sich erstmal gewöhnen hier. Nachdem der andere Karre ja so lahmarschig war. Bist du nicht vor der Nacht der Feuerrennen gefahren, Rico? Hoffentlich bist du nicht eingerostet. Mal sehen, was du drauf hast. Wieso? Macht gar nichts. Dachte, ich könnte da entspannt drüber eiern. Als Kind habe ich immer von der Armee geträumt. Der Schüler hat mir ständig erzählt, wie großartig der General ist. Irgendwann bin ich dann aufgeregt. Geparkt. Hier oben vielleicht? Dann kommen wir die Sache hier näher. Da ist ein Ravioli-Band. Und gib her. Tag 6. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme vor den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Ja, und jetzt ein Problem, oder wie?
Ich will auch von Teil. Rico, wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Hey, das ist Rico! Das glaubt mir kein... Sehr gut. Hol jetzt den Informanten ab. Kein Gefecht. Sonst verrätst du dich. So, dann machen wir das mal. Glück haben wir das über den Haufen gekarrt. Hör jetzt gut zu. Das Militär darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Täusch einen Unfall vor, aber spring im letzten Moment ab. Wo haben Sie diesen Wagen gefunden? Am Grund einer Schlucht? Auf dieser Insel gibt es einfach keinen guten Service. Du wirst gleich den Service kennenlernen von unserer Insel. Nicht schlecht, Rico. Perfekter Parkplatz. Ich sehe für dich eine Zukunft im Spionagegeschäft. Perfekter Parkplatz. Was haben wir denn hier? Komm doch mal zum Essen vorbei. Rico, meine Mutter macht für alles, was sie für Spaghetti. Jagen Sie den General von mir. Die musst du und geben probieren. Sie zumal wir jetzt ja wieder Gewürze und alle. Alter, waffeln die mir hier vor voll. Moment. Außerdem mit dem Auto angestellt. Nieder mit dem General, Rico! So. Zeug zusammen, die muss irgendwo in der Straße sein. Bäume, Bäume. Straße? Keine Straße. Da hinten mal eine Straße, ich erinnere mich. Was wie eine echte Straße. Das war knapp. Ich genauso da wie vorhin. Hier ist gar nichts. Rico, wir brauchen dieses Fahrzeug nicht mehr. So entscheiden. Da stehe ich da.
einiges. Cool. Tatsächlich, ich habe ein Tattoo ihres alten Rennwagens. Willkommen zu Hause. Servus. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier gibt es ja eigentlich. Ja, ungefähr. Sie haben uns beflügelt, unser Land zurückzuerobern. Viva la Revolution! Der Schwarze steht hier so komisch. Ja, eigentlich bist du hier komisch betragen. Hey, das ist Rico! Das glaubt mir kein Mensch. Rico! Dima hat die hier gebastelt. Sie benutzen die Fahrzeuggeschwindigkeit zum Aufladen. Dann explodieren sie. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber es ist ideal, um die Ravellos Truppen hochzujagen. Willst du es mal testen? Ja, warum nicht? Crashbombe. Ach du Scheiße. Okay. Gibt mir jemand einen Weg vor? Ich habe nicht mal Ahnung, wo ich hin muss. Ziel hier. Okay, vielleicht war das nicht gerade der beste Weg. Das wird mehr komisch. Verstärkung ist unterwegs. Ganz durchhalten, ja. Bodenteam. Nehmen wir nicht auf den Sack. Das wird. Ich glaube, ich sollte mal. Muss ich es aber aussteigen. Ich dachte mir doch, dass es gut ist, vorauszusteigen. Alter Schwede, was zum Teufel ist das für eine Explosion? Okay, das probieren wir aber nochmal. Habe ich jetzt nochmal auf das Spiel gedrückt? Alter. Moment, das mach ich. Sorry, ich muss weg, ich hab eine Bombe dabei. Gib mir halt. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ihr wollt mich doch verarschen und ihr stellt euch durch absichtlich alle in den Weg. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Nein, verfehlt. Doch. Ich weiß nicht, ob noch gezählt hat. Ich habe 3 Kreuze bekommen. Mehr Sprengsätze. Turbo-Triebwerk. Vielleicht sollten wir das nochmal probieren.
Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Warum bremst du nicht, Auto? Das könnte so rum aufklappen. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wie kann man das in noch kürzerer Zeit schaffen? Ich habe doch jetzt schon... Denke ich... Das gibt's ja gar nicht. Also nochmal machen wir jetzt nicht, weil das ist erstmal nicht wichtig. Wir haben jetzt also 4 Zahnräder geschafft. Das ist doch schon mal ganz lustig. Ach, das ist doch nochmal aktiviert. Hier komme ich nicht durch, hier ist zu viel Strupp. Da steht, ich soll auf übersichtlich auch noch bleiben, okay. Wollt ihr das verstanden? Verstärkung ist unterwegs. Scheiße. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Deswegen vermutlich nicht geschafft. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Okay, egal. Errungenschaft freigeschalten, alter Angeber. Okay. Denk mal, das sind hier bei Mods drin, oder? Ja. Okay. Gott, kann man diese Tipps irgendwo ausmachen? Ich sehe ja gar nicht. Wenn ich das aber gar nicht haben will, was du hier anzeigst. Gott, kann man das bitte mal wegmachen? Es geht mir gerade so auf den Sack. Ich muss doch irgendwo Optionen geben, oder? Okay, play. Nein, eigentlich nicht. Danke. Gib mir das gerade drauf. So, darf ich jetzt bitte niemand anmachen, die ich aber anhaben will, weil dass ich sie finde. Gasgranaten, was machen die? Explodieren, sobald sie irgendwas treffen. Ich habe irgendwas an. Welche habe ich denn das vorhin angemacht, versehentlicherweise?